Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unseres Immobilienvlogs. Beim letzten Mal habe ich dir gezeigt, was uns unsere neue Wohnung nach Verrechnung aller Einnahmen und Ausgaben monatlich kostet. Heute zeige ich dir, wie wir mit dieser einen Wohnung fast 750.000 Euro Gewinn erzielen. Es wird also nochmal ein wenig zahlenlastig, aber glaub mir, es lohnt sich, denn es wird super, super spannend. Ich möchte mit dir hier zwei Dinge betrachten. Einmal den Verkauf der Wohnung nach 10 Jahren, denn ab diesem Moment ist der Verkauf einer Immobilie steuerfrei. Zusätzlich schauen wir uns den Verkauf im Jahr 2062 an, nämlich den Beginn unserer Rente. Bevor wir uns die Details anschauen, möchte ich kurz vorausschicken, wir betrachten hier unsere echte Kalkulation, die auf unserer persönlichen Situation beruht, in Bezug auf die Steuerlast und so weiter. Ich kann hier natürlich nicht jede einzelne Zahl erläutern. Ich glaube, das wäre auch zu langwierig und langweilig. Wir bekommen diese Kalkulation immer von Martin von Immobilieneinkommen, so wie sie jeder unserer Mandanten vor dem Kauf einer Wohnung bekommt. Falls du Martin noch nicht kennst, kannst du hier ein gemeinsames Video von uns anschauen. Nehmen wir an, wir verkaufen die Wohnung nach 10 Jahren, dann haben wir in dieser Zeit 78.900 Euro bezahlt. Darin enthalten sind auch gut 18.000 Euro Eigenkapital, die wir zu Beginn einbringen mussten, unter anderem für den Notar und die Grunderwerbsteuer. Bei einer durchschnittlichen Inflation von 1,5% ist der Gegenwert der Wohnung nach 10 Jahren bei gut 461.000 Euro, bei 3% sogar bei 558.000 Euro. Nehmen wir an, die Wahrheit liegt in der Mitte, dann wären wir also gut bei 509.000 Euro Gegenwert der Immobilie nach 10 Jahren. Natürlich ist der Kredit nach dieser Zeit nicht komplett abgezahlt. Hier sind dann noch knapp 278.000 Euro offen. Und verrechnen wir beides, bleiben 231.000 Euro netto und steuerfrei übrig, abzüglich unseres eigenen eingesetzten Kapitals von Beginn 78.900 Euro, bleiben 152.100 Euro reiner Gewinn übrig. Sind wir ein bisschen geduldiger und warten bis zum Jahr 2062, wird es noch schöner. Wir sind dann beide gerade im Renteneintrittsalter. Der Bankkredit ist komplett abgetragen und die Wohnung schuldenfrei. Gehen wir wieder von einer durchschnittlichen Inflation aus, ist der Gegenwert der Wohnung dann bei 875.000 Euro. Selbst hätten wir bis dahin knapp 137.000 Euro eingebracht, bleiben also fast 750.000 Euro reiner Gewinn. Und das mit keinem Cent mehr Miete eingerechnet, also extrem konservativ. Und das hat uns überzeugt. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wie die Beurkundung einer Immobilie beim Notar abläuft und was du zu diesem Termin unbedingt dabei haben solltest, dann kannst du hier klicken oder du schaust dir hier ein Video an, das YouTube dir vorschlägt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne noch ein Abo da, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.